Nervös vor einem Treffen. Was machen wir dann? Hallo, ich grüße dich und heiße dich herzlich willkommen. Wieder mal ein Tipp aus Erfolgreich im Alltag. Vielleicht hast du momentan auch Elterngespräche, also von den Kindern, oder du hast vielleicht Jobinterviews oder andere Meetings, die dich einfach nervös machen. Und das möchte ich heute ein bisschen kurz mit dir anschauen, weil bei uns steht das gerade wieder an und ich hatte gerade heute Vormittag mit einer Mutter diskutiert und sie sagt mir, ach, ich bin immer so nervös, wenn ich solche Sitzungen, solche Termine habe, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, warum. Und daher möchte ich hier drei Tipps mit auf den Weg geben und ich hoffe, es bringt dir auch was. Also ich mache das auch immer so, ich wende das natürlich selbst auch an, weil ich ein Wirbelwind bin und immer aufpassen muss, dass wenn ich an diese Treffen komme, dass ich nicht völlig außer Atem bin und nicht mehr weiß, um was das geht. Und ja, und gerade daher komme ich darauf. Punkt nämlich Nummer 1. Sei wirklich zeitlich dort. Geh lieber eine halbe Stunde, dann nimmst du halt dein Buch mit oder machst auf Social Media vielleicht noch einen Post oder irgend sowas, aber sei eine halbe Stunde im Kopf früher dort. Du wirst am Ende sowieso dann nur 10 Minuten vielleicht früher dort sein. Und dann geht es darum, die letzten Schritte, ob du jetzt mit dem Auto, mit dem Bus, Fahrrad oder zu Fuß gehst, bei mir ist es so als Beispiel sehr gut zu übertragen. Ich laufe immer und bei mir geht es hoch. Jetzt, wenn ich zu spät ablaufe, kannst du dir vorstellen, das geht relativ steil. Es ist nicht weit, aber wenn ich mich dann auch noch beeilen muss, komme ich sehr schnell außer Atem. Und nachher, ich kenne es aus Erfahrung, weil in der Schule ist es meistens sehr heiß. Unsere Schule ist auch noch an einem Sonnenhang, das kommt noch dazu. Zusätzlich ist es einfach immer sehr heiß in diesen Schulen. Kommst du rein, bist außer Atem und dann bei mir völlig verschwitzt. Dann setze ich mich hin und dann beginnt es so überall so das Wasser runterzulaufen. Ach, und das ist so nicht angenehm. Wir können uns nicht konzentrieren auf das, was wir eigentlich wollen. Das Ganze macht uns noch nervöser. Wir bringen einfach nichts Gutes rüber. Daher pünktlich dort sein und immer die letzten 10 Meter, 20, 50 Meter gehst du halt zu Fuß oder stellst das Auto ein bisschen weiter weg. Gehst zu Fuß langsam hin. Langsam. Probierst dich zu konzentrieren und da kommen wir nämlich zu Punkt 2, dass wir lernen, tief durchzuatmen. Du gehst mal langsam hin, so slow down. Und wenn du dann dort bist oder kurz davor, dass man dich noch nicht sieht, weil sonst, wenn der Lehrer oder auch der Chef oder wer auch immer oder dein Date auch zu früh dort ist und dann überrumpelt dich diese Person, sagt, ach Nadja, du bist schon hier, okay, komm rein. Das ist eigentlich nicht das Ding. So sollte es nicht sein. Also schau, dass du dich da noch ein bisschen versteckst irgendwo. Dann kommst du runter. Und dann beginnst du wirklich zwei, drei Minuten tief ein- und auszuatmen. Du merkst, ich werde auch gleich wieder ruhiger. Wenn wir tief ein- und ausatmen, geben wir unserem Körper das Signal, Nadja, es ist alles in Ordnung. Und wenn alles in Ordnung ist, sind wir ruhiger, wir können uns schneller beruhigen. Das Ganze geht auch, wenn wir nervös sind, eben wenn wir ein Video machen oder auf die Bühne müssen, kurz zuvor. Dieses tiefe Durchatmen, das macht so viel aus. Dann kommst du runter, deine Atmung wird wieder flacher, vielleicht sogar noch langsamer als vorher. Und dann bist du bereit, dich wieder völlig darauf zu konzentrieren, was du jetzt eigentlich möchtest, was dein Ziel ist. Und da kommen wir zu Punkt Nummer 3. Gute Vorstellung. Freu dich auf das Gespräch, freu dich auf dein Date, auf den Chef, wie auch immer, auch wenn es ein schwieriges Gespräch sein wird, vielleicht eine Auseinandersetzung, egal. Stell dir vor, wie du es gerne hättest. Was wäre deine Traumvorstellung von diesem Gespräch? Wie möchtest du am Ende rauskommen? Was ist deine Absicht von diesem Gespräch? Und setze gedanklich alles darauf hin. Dann überlegst du dir, wie würdest du sprechen, wenn du dich jetzt mit deiner Freundin treffen würdest, dass dich das beruhigt, dass du Freude hast und nicht auf den Problemen haften bleibst, sondern wirklich positiv freuen und denken, ja, ich möchte ein tolles Gespräch haben, ich möchte gute Punkte reinbringen, ich möchte mich informieren, ich möchte diese Person besser kennenlernen, ich konzentriere mich auf diese Person und nicht nur auf mich selbst, sondern ich bin offen, ich höre zu, ich bin bereit. Und dann
geht es nämlich schon ganz viel einfacher. Weil wenn der Start da ist, wenn du dich gut vorbereitet hast, du freust dich darauf, du bist zeitlich dran und du atmest tief ein und aus, dann gelingt dir garantiert viel mehr, als wenn du in der letzten Sekunde reinspringst, oh, du bachnass bist, deine Schminke läuft runter, du fühlst dich nicht mehr wohl, du fühlst dich unsicher, du hast keine klaren Gedanken, auch das mit dem Ein- und Ausatmen. Du klärst dann deine Gedanken, die sind wieder ruhig. Und denk nicht über die tausend Dinge nach, die du nachher machen willst, sondern konzentriere dich auf diese 10 Minuten oder diese halbe Stunde. Es sind ja meistens nicht so lange Meetings. Konzentriere dich voll auf das und nicht, was dein Abendessen sein soll oder dass du noch dein Kind später holen und bringen musst, sondern jetzt bist du hier, im Hier und im Jetzt, und es wird dein bestes Gespräch. Erzähl mir mehr davon, ob du das anwenden konntest. Ich freue mich und vielen Dank immer für deine Zuschriften. Und ich freue mich immer im Jahreskalender, der wird immer, also jahresplan.ch, wird immer aktiver. Und es ist schön, wenn ich dich da durch das ganze Jahr mitnehmen kann und wir über unsere Herausforderungen sprechen können, besser werden im Alltag, dass wir noch ruhiger werden, dass wir nicht gehetzt durch den Alltag gehen, sondern dass wir super gut organisiert sind. Also bis dann wieder. Vielen Dank. Tschüss.